Hey guys, euer Endsmash wieder hier am Drücker mit einer neuen Aufnahmesession von Super Mario Galaxy. Ja, das letzte Mal hatten wir ja mit dem guten Rüdiger aufgenommen, der gute Weehawk, ja. Wir haben jetzt schon so weit gespielt, dass wir eigentlich schon zum finalen Endboss könnten. Aber wollen wir das überhaupt? Nö, also ich erstmal nicht. Toadie, was hast du denn mal wieder? Du hast doch mal wieder Post für mich. Hier ist ein Brief von Prinzessin Peach. Dear Mario, na lass mir das. Den Brief sind ein Wonderpilz, 5 Stück. Ja, komm. Das sind so Badass, das brauchen wir nicht. Okay. Was sagt denn hier die Karte? Nein, ich werde jetzt nicht diesen Audio-Spam einfügen. Okay, wir hätten einen Schabernack-Kometen. Sollen wir mit einem Schabernack-Kometen diese Aufnahmesession starten? Ich würde mal behaupten, ja, wir fangen mit einem Schabernack-Kometen an. Puh, im Schlafzimmer. Das war doch so wieder ein Zeitdruck. Schabernack-Komet. Welcher Welt war das bitte? Bei welcher Welt war denn dies bitte? Oh, Sandinselgalaxie. Ich hatte das auch ziemlich böse in Erinnerung. Im Anflug auf roter Komet. Zeitangriff jenseits des Treibsands. Na dann, auf geht's. So, weg. Autsch. Mit euch. Ja, Pokey, Pokey, komm her. Komm her. Pokey! Halt so. Schön, dass die Zeit, während wir hier im Flug sind, auch noch anhält. Sehr fair von euch, Nintendo. Wow, wow, wow. Schnell, 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 Mario. Wir haben nicht viel Zeit. Jetzt müssen wir hier diese... Mario! Diese Sternchips noch einsammeln. Da ist noch einer. Die letzte Aufnahmesession ist jetzt schon ein bisschen her. Ja, die Mission müssten wir eigentlich auch mit Rüdiger gemacht haben. Irgendwo war eine Truhe. Da ist die Truhe. Da ist doch die Truhe. Perfekt. Wir haben jetzt noch genau 3 Minuten Zeit. Das kriegen wir doch hin, Leute. Das kriegen wir hin. Nur kein Stress. Sorry, wenn ich jetzt nicht viel sage, aber ich konzentriere mich hier gerade ein bisschen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Wenn Rüdiger jetzt noch hier wäre, der würde eiskalt sagen, nö. Das kannst du nicht angehen. Halt, Moment. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Hä? Bin ich verwirrt. Habe ich einen Fehler gemacht? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, oder? Ich habe einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Ich war zu schnell. Ich habe eine Sache vergessen. Nein, doch. Oh. Ja,
Also müssten wir doch hier diesen Schalter aktivieren. Aber fix, Mario. Ach, geht doch. Wir haben noch genug Zeit gehabt. Trotz meines kleinen Fauxpas. Dann hätten wir auch einen weiteren Schabberkometen hinter uns gebracht. Wenn wir schon hier sind, können wir hier noch irgendwas machen. Hier ist noch ein Grünstern und noch ein geheimer Stern. Können wir den geheimen Stern uns schon irgendwie schnappen? Das ist der Grünstern, das ist der geheime Stern. Gucken wir mal, ob wir den grünen Stern finden. Boah, Geheimsterne wiederzufinden, das wird. Das wird wieder so eine Sache, weil ich nicht mehr genau weiß. Oder teils sogar überhaupt nicht mehr weiß, wo die überhaupt waren. Hier hinten war nichts. Außer jede Menge Sand. Boing. Yeah. Wow. Jo, Alter, das hatte doch Style. Es gab doch so eine Stelle, wo wir einen weiteren... Quatsch. Hier. Hier ist ein Gormit Luma. La la la, Sternteile, bla bla bla. 20 Stück, das kriegen wir doch irgendwie zusammen, oder? Das sollten wir doch irgendwie noch zusammenkriegen, das sogar. Na, die haben wir jetzt schon locker zusammen. Die nehmen wir auch noch mit. Einfach, weil wir es können. Da vorne war doch noch so ein Pilz. So, Gormit Luma oder Gormit Luma. Ich weiß immer noch nicht, wie man euch genau ausspricht. So, sag A. Das war's, mein Bauch ist voll. Verwandlung. Palim. Ein neuer Planet wurde geboren. Das sieht mir eher nach einer Pyramide aus. Dass ein Planeten mal wirklich so aussehen. Dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Im Kosmos. Okay, wir dürfen wieder Silbersterne sammeln. Alles klar. Hier hoch, oder? Ah ja, okay, ich verstehe wieder, wie das Prinzip war. Das dürfen wir jetzt so oft machen, bis wir alle Silbersterne gefunden haben. Wir wissen ja, 5 Silbersterne ergeben einen Goldstern. Da ist doch schon der nächste, da sehe ich doch schon den nächsten Silberstern.
Aber wir müssen natürlich aufpassen, nicht, dass wir hier vom Sand zerquetscht werden. Okay, hier ist nichts mehr. Ich wollte schon rumfluchen. Wow. 4 Stück, einer fehlt noch, einer geht doch noch rein. Ist bestimmt noch irgendwo weiter da links. Nee, da drüben ist er. Ich habe ihn doch schon gesehen. Wow. Ich muss erstmal wieder zurückkommen. Erst einmal müssen wir hier nochmal links rum, damit wir wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Okay. War ich doch schon, oder? Gehen wir mal hier rum. Gucken, ob wir hier rum irgendwie was erreichen können. Ich bin hier drüben. Ah, sehr gut. Da haben wir ihn doch schon. Den letzten Silberstern. Oh, es war sogar tatsächlich der grüne Stern. Ei, wunderbar, ei, wunderbar. Jetzt müssten wir, glaube ich, schon 3 haben, wenn ich mich richtig entsinne. Ne, 2 müssten wir jetzt haben und 3 müsste es insgesamt geben. Die Sandkapsel und die Silbersterne. Es sieht so aus, als hättest du ein... Als hätten wir schon alle. Okay, du hast alle grünen Powersterne wieder erlangt. Ja, okay. Und das Tor zu den Prüfungen reaktiviert. Moment, da gibt's Prüfungen? So haben wir aber nicht gewettet. Du hast das Tor zu den Prüfungen reaktiviert. Was wohl auf dich wartet? Schreckliche Qualen, Tod und Verderben vielleicht? Gott, ich sollte es vielleicht nicht so... überdramatisieren. Na, ihr Kleinen, was habt ihr zu sagen? Das Tor zu den Prüfungen ist wieder erwacht. Den mutigen Herausforderern möge das Licht scheinen. You bring a light? Die Challenge-Galaxien spiegeln nur deine eigenen Fähigkeiten wider. Sie bescheren dir große Freude oder Verzweiflung. Eher zweiteres. 3 Prüfungen warten auf dich. Wenn du wirklich der Retter der Galaxie bist, wirst du sie alle bestehen. Sind wir der Retter der Galaxie? Ich würde mal behaupten, ja. Okay. Es sind Missionen, die wir schon mal gemacht haben, nur in einer etwas schwierigeren Variante. Da seht ihr schon Challenge-Ball. Willst du... Reisen. Reiseziel Challenge-Ball. Na dann, let's go! Purzelsternball, wohin willst du? Na, am besten ans Ziel. Ach du meine Fresse. Ach du meine Fresse. Ja, ich erinnere mich an den Kurs. Das ist Minigolf Extreme. Das ist. Wow, Mario, ganz ruhig, mein Junge. Hallo Goomba. Tschüss Goomba. Höchste Konzentration.
an sich ist die Mission eigentlich ganz witzig. Yikes. Oh, Münzen! Münzen! Könnt ihr mal sehen, wie geldgeil ich bin. Dass ich sogar für Geld meinen Kopf und Kragen riskiere. Schön vorsichtig, schön bedacht vorgehen. Oh Gott, Bonbons, Bonbons, verzieht euch. Hallo Kumba, tschüss Kumba. Mario, du kranker Hund, du. Soll ich so wahnsinnig sein und die Münzen da holen? Soll ich wirklich so krass und bescheuert sein? Ja, bin ich. Ich bin so krass und bescheuert. Wie will ich hier eigentlich was beweisen? Das ist doch logisch. Mir. Ich will mir was beweisen, dass ich es drauf habe. Mario, 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 Mario! Oh, ich kranker Wahnsinniger! Oh oh. Ey Leute, sagt's mir ruhig in den Kommentaren, wenn ich einen an der Waffel habe. Ich gebe hier gleich ein Kind. Alter, Endsmash, du bescheuerter, durchgeknallter Typ, du. Was wollt ihr denn? War doch easy. War doch no problem. So, sollen wir gleich die nächste Challenge angehen? Ach, wisst ihr was, wir gehen gleich die nächste Challenge an. So krass sind wir hier, so ein krasser Dude sind wir. Für so eine Kopfthrombose wie dich dürfte das Ganze allerdings zu hoch sein. Was hast du denn für uns? Willst du reisen? Reiseziel? Challenge Blase. Okay. Wir müssen es so oder so machen. Die Galaxie ist ja also mitten auf dem Planeten, oder wie? Alles klar. Blasenreise durch die Elektrowelt. Mann, ihr seid doch bescheuert. Ach stimmt, das war so eine Kacke.